Hallo und willkommen zurück. Hier seht ihr den ersten Teil und jetzt geht's zum zweiten Teil, Symbole für die Schule. Also einen Stift benutze ich wirklich gerne und oft. Den kann man auch ganz schnell zeichnen mit so ein bisschen Gekrakel davor. Das kann entweder die Operation Schreiben bedeuten oder auch zum Beispiel Bleistift. Und man kann auch das natürlich genauso wie das mit dem Sprechen davor ganz einfach ins Gegenteil verkehren. Zum Beispiel mit dem Hinweis, bitte in Klassenarbeiten am Gymnasium später nicht mit Bleistift. Man kann mit kleinen Zusätzen oder Adaptionen super schnell hier zum Beispiel den Brief in eine E-Mail verwandeln mit dem @-Zeichen oder hier mit den drei Zeichen für, also drei Halbkreisen für WLAN geht das auch ganz schnell. Unsere Glühbirne für Idee oder Licht kann ganz schnell hier zum Beispiel mit den Pfeilen zu sowas wie Brainstorming oder Ideenfindung genutzt werden. Wenn ich so eine Hand ganz schnell male, sieht die in der Tat auch immer mal ganz witzig aus. Ist jetzt nicht so ganz schlimm und ich würde euch auch ermutigen, das einfach zu machen und auszuprobieren. Wenn man hier so die Uhr noch mit dazu setzt, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn die nicht so richtig gut aussieht. Noch eine Art von Kombination. Die Lupe, die normalerweise für Suchen oder Recherche steht, kann, wenn sie jetzt hier zum Beispiel mit einem Text kombiniert ist, natürlich super auch für Lesen oder bestimmte Textarbeit verwendet werden. So ein Schlüssel, den man natürlich auch individuell anpassen kann, kann auch super im Zusammenhang mit anderen Sachen benutzt werden. Zum Beispiel eben mit einem Text könnte das sowas wie eine Lösung oder ein Lösungsblatt sein. Alternativ kann man auch zum Beispiel so ein Schloss, was offen ist, dazu packen. Einfach ein bisschen ausprobieren. Oft gibt es auch Alternativen oder ähnliche Sachen. Zum Beispiel kann man für hinzufügen oder plus einfach nur das Plus oder auch so eine Büroklammer nehmen. Das könnte auch für einen Anhang von einer Datei stehen. Der zweite große Trick oder die zweite tolle Sache an Sketchnotes ist natürlich neben dem Kombinieren auch, dass man das Ganze anpassen kann für sich, für seine Schüler, für den Kontext. Je nachdem, wie das Schulgebäude aussieht, macht es vielleicht auch Sinn, das Symbol oder das kleine Bildchen, was man für Schule benutzt, auch ein bisschen anzupassen. Das macht die ganze Sache auch noch ein bisschen individueller oder schöner. Ich bin gespannt, wie eure Schulen aussehen. Zeigt die doch mal. Also ich meine natürlich eure Symbole für eure Schule. Am besten einfach mal starten und ausprobieren. So eine Uhr kann ganz schnell hier mit kleinen Strichen zu einem Wecker, Alarm oder einer Deadline gemacht werden. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch ein Ziel zu zeichnen. Das könnte entweder hier so eine Ziellinie sein oder auch hier so ein Bullseye. Ganz viel Spaß dabei und zeigt mir doch auch vielleicht mal auf Instagram, was so bei euch rumkommt.